Ich will über Gönnen und über Verurteilen reden. Wir sind Wesen und Menschen, die oft verurteilen und anderen Leuten etwas nicht gönnen, neidisch sind, Groll hegen. Und wir schaden damit uns selbst, weil das, was wir in uns selbst erzeugen, diesen Groll, diesen Hass, dieses Eifersüchtigsein, dieses Nicht-Gönnen, das ist etwas, was in uns ist. Wir sehen das gespiegelt in anderen Menschen. Das heißt, wir sehen andere Menschen und denken, hey, ich gönne ihm aber nicht, dass er das hat. Oder ich bin eifersüchtig darauf. Oder ich verurteile diesen Menschen, weil er das gemacht hat. Aber das, was wir in anderen Menschen ablehnen, in Wirklichkeit lehnen wir das in uns selbst ab. Denn der Grund, warum uns das emotional berühren kann, dass jemand anders etwas macht und warum wir dann verurteilen müssen, der Grund dafür ist, dass wir selbst in uns eine Wunde haben, wo quasi dieser andere Mensch bewusst oder unbewusst, absichtlich oder nicht absichtlich, seinen Finger reinlegt. Das heißt, bei uns im Körper, in uns ist noch eine offene Wunde, die erst dazu führt, dass wir überhaupt emotional davon berührt sind, dass jemand anders mehr hat, jemand anders etwas kann, was wir nicht können, oder jemand anders etwas macht, wo wir denken, sowas würden wir nie tun, wie kann man nur. Wenn uns sowas emotional aufregt, emotional dazu verleitet, über diesen Menschen zu urteilen, heißt es, dass wir diese Facette in uns selbst noch nicht anerkannt haben. Und wenn wir das erkennen und wissen, dann ist dieses Verurteilen, dann erscheint es plötzlich in einem ganz anderen Licht. Dann erkennen wir, dass das Verurteilen etwas ist, was zu uns gehört, aber was nicht auf den anderen Menschen hinweist, was nicht den anderen Menschen beeinflussen soll oder was nicht zum Kaffeeklatsch herhalten darf, um mit anderen über andere zu urteilen, sondern damit man wach wird und merkt, aha, da gibt es noch was, was in mir noch nicht verarbeitet ist, woran ich arbeiten muss. Da regt mich noch etwas auf, da ist eine Wunde noch in mir nicht geheilt, da muss etwas an die Oberfläche kommen. Und wenn man das weiß, kann man dann daran arbeiten. Und deswegen sind solche Sachen, die einen aufregen, auch immer tolle Dinge, um aufmerksam darauf zu werden, was in einem selbst noch an Potenzial steckt, was man noch aus sich herausholen kann, was noch nicht verarbeitet ist, welche Ängste noch tief drin sitzen. Also bitte diese Probleme, diese negative Energie nicht auf andere projizieren, sondern immer erkennen, dass es die negative Energie in einem selbst ist. Einen anderen interessiert es meistens nicht, ob du ihn verurteilst oder komisch anguckst oder irgendwas Blödes über ihn denkst. Die negative Energie baut sich in dir auf, nicht in dem anderen. Deswegen immer erkennen und dann an dir selbst arbeiten. Bis zum nächsten Video. Ciao.